Hallo, da sind wir wieder. Pepe und Gitte. Wir sind hier am Gipfelturm und suchen Ildaris. Das ist ein ehemaliger Lehrling von Nelot, dem Zauberer. Und ich glaube, wir sind inzwischen allerbeste Feinde. Ja, davon können wir wohl ausgehen. Ja, ist wieder eine Falle, ne? Oder? Keine Ahnung. Sieht aus, ich habe bis jetzt noch keine gesehen. Also oben gesehen. So leuchtet, meine ich. Oder was ist das? Das ist eine geradeaus. Falle. Eindeutig. Ja. Die haben ja richtig Fallen. Ich finde das nicht in Ordnung. Auch gut. Sehr gut. Die hätten wir entschafft. Genau. Ja, bisher hat man noch nicht so richtig schlimme Feinde. Aber wir hatten ein paar Fallen, die nicht so richtig angenehm waren. Schon wieder Duster. Am besten gehen wir erstmal einmal rundum, oder? Sieht aus wie. Oder geh lieber erstmal. Oh, so. Da sieht es. Nee, sieht es keiner. Sah nur so aus. Was ist denn das hier? Hier ist Weizen. Oh, guck mal, das ist mal so ein Buch, glaube ich, oder? Kieferfell. Normales Salz. Brauchen wir nicht. Nee. Die Geschichte von Rabenfels, Band 1. Ja, was du hier sitzen gesehen hast, ist ein Skelett. Der sitzt wohl schon ein bisschen länger hier rum. Ach, guck mal, da ist jemand. Wer bist denn du denn? Na, ja, bist du sicher, dass da keine Feinde mehr sind? Auf der anderen, na gut. Okay. Na. Na, irgendwo muss's ja gehen. Und? Hm? Ach, Nia, das ist danke, doch... Danke, dass ihr mich gerettet habt. Diese Hexe hätte mich sonst bald getötet. Das weiß ich. Die, davon stand doch was in ihrem Buch, ja. Wir arbeiteten in diesen Minen, als sie uns fand. Sie war schwer verletzt. Wir hatten Mitleid und pflegten sie wieder gesund. Sie dankte es uns, indem sie uns mitten in der Nacht angriff. Wer nicht starb, wurde zu ihrem Gefangenen. Mann. Furchtbare Dinge. Experimente. Und Schlimmeres. Ich bin die Letzte. Die anderen sind alle tot. Wenn ihr sie findet, schenkt ihr keinen leichten Tod. Wir werden es genüsslich machen, wenn es geht. Erst einmal werde ich diesen Ort so schnell wie möglich verlassen. Dann werde ich das erstbeste Schiff zum Festland nehmen. Ich wünsche euch viel Glück. Ja, wir auch. Der Rotbadonin, wie es aussieht. Wir dir auch. Ja, von ihr wurde in dem Buch gesprochen und zwar hat sie gesagt, dass sie ganz nett ist und sie wird sie entweder verschonen eventuell oder bis zum verschonen, letzten. Ja. Genau. Aber ich würde mich nicht drauf verlassen. Als Letzte benutzen. Ja, wie auch immer. So in der Art. Und da sie die Letzte ist, ist wohl schlauer, diesen ungastlichen Ort zu verlassen. Ach, da ist nochmal ein Buch von ihr, glaube ich. Scheint da ist so, auch eine Schreibfeder. Ja, Band 2. Und Tinte. Dann lesen wir mal weiter. Nelots Lakai, ne? Wirklich. Die hatten gar nichts Paranoia, zu tun mit Nelot. Toll. Ja, also, ich meine, ich glaube nicht, dass Nelot, der ist mir viel zu arrogant, um zu lügen. Er meinte, er hätte es selbst gemacht, aber sie hätte sich angeboten. Ich kann mir vorstellen, dass sie ziemlich ehrgeizig ist auch und so. Und dass sie deswegen
die Macht haben wollte, die der Herr Stanier gibt. Dass das Experiment dann fehlgeschlagen ist, gut, das hätte Nilat jetzt auch treffen können. Also ich meine, ich kann ihn nicht gut leiden, aber arrogant ist er bis zum Letzten, arrogante Leute. Warum wird er dann so, wie er ist? Steht er sowieso über den Dingen und ob wir ihn mögen oder nicht, ist ihm noch shit egal. Also glaube ich, dass er die Wahrheit gesprochen hat. Ja, glaube ich auch. Der hatte damit nichts zu tun. Ich meine, er hat die Operation vorgenommen, keine Frage, ja, aber sie wollte es ja auch haben. Das ist keine Das ist uns Frage. Egal, auf jeden Fall muss diese Frau hier, allein schon für die Morde an diesen Leuten, werden wir sie natürlich nicht erleben lassen. So, ihr Sackgasse. Dann gehen wir hier weiter und halten uns mal wieder rechts an der Wand. Halt, falsche Richtung. Ich sehe niemand. Ach, da geht's hier nochmal weiter. Aha. Guck doch mal, wo der Questpfeil hinführt. Ob wir in die richtige Richtung. Weil ich glaube, da hinten. Ich würde lieber erst weitergehen, wenn wir hier alles angeguckt haben, oder? Jo. Ja. Genau. Ja. Na, dann werde ich mir erstmal die andere Seite angucken. Gehen wir erstmal die andere Seite angucken, ja. Hast du ja recht. Kommen wir hier eigentlich her, oder? Ist das die? Lass mal gucken. Ja. Ja, dann ist es ja auch. Aber hier lang, da lang. Ja, da lang. Mal gucken, wo es hier lang geht. Das ist ja alles übereinander, untereinander. So, da kann man auf jeden Fall her, definitiv. Ja. Und da bist du jetzt zurück, da gab es doch, glaube ich, gar keinen anderen Weg. Hier ging es gar nicht anders. Nee, meine ich doch. Nee. Dann können wir gar nicht anders. Ja. Das geht zwar kreuz und quer. Ja, sieht nur so aus, als ob es so kreuz und quer geht. Nee, wir müssen jetzt hier Ja, das rechts war ja die war ja das Gefängnis. Okay. Bisschen Licht ist nie verkehrt. Aber der Ding hat nach unten. Aber gucken Sie an, was hier noch ist. Ja, hier geht's, glaube ich, sowieso nicht weiter, oder? Doch. Ein bisschen weiter geht's schon. Ja. Ziegenbein. Brauchen wir nur wirklich nicht. Das ist wahrscheinlich, was hier die diese Bergarbeiter da gebaut haben. Wenn wir jetzt runtergucken, da ist nämlich Ende. Okay. Dann gehen wir unten weiter. Ja, deswegen sieht es auch immer so verwirrend aus. Ja. Auf diesen Karten. Nimm, schmeiß die Schaufel, wenn ich. Oder geht's so? Ja, so geht's. Ja. Ah ja. Gibt's wieder Dusen und alles Mögliche. Ich guck erst mal hier. Orchalkum. Noch mehr Orchalkum. Ich sag ja, das ist absolut verwirrend hier. Ja, aber ich glaube, wir müssen wieder hoch. Könnte ich mir vorstellen. Naja, egal. Aha. Kannst du erst mal diese Dinger da auspielen. Ja. Aha. Gar nicht so einfach. Tja. Wollen wir da. Achso. Meinst du, oben geht's weiter? Immer eins nach dem anderen. Hm.
Hier kamen wir doch her, oder? Nee. Nein. Schon wieder so ein Tornister. Eine Saphir. Holen wir uns erstmal die Dose. Ich glaube, hier ist so ein Schluss, oder? Gibt's da runter? Nee, hier Schluss. Hier oben. Schluss oben. Da geht's nur mehr unten weiter. Gut, was haben wir denn in dem Tornister? Ja. Die konnten ja nicht mal ihre Tornister mitnehmen in den Tod, die armen Bergleute. Nee, aber ich meine, ich finde es unmöglich, was sie macht. Die pflegen die und dann bringst du die um. Naja, hast du hier einen Tornister? Nee, sah nur so aus, den Schaufeln. Nur Schaufeln. Schade. Nix Tornister. Ich habe mir einen Tornister erträumt. Ja. Ja. Saphirdruse. Na, Steine kriegen wir hier reichlich. Da können wir wieder Schmuck schmieden. Ja, du brauchst ja auch Silber. Das ist alles Schmuck, alle Steine sind für Silber. Ja, richtig. Das sind alles keine richtig guten. Haben wir reichlich Steine, aber kein Silber dazu. So ist es. Sieht doch ganz heimelig aus mit diesen Lampen. Ja. Sieht nett aus. Die Leiter können wir nicht benutzen, geht auch nirgendwo hin. Wow, das klingt jetzt schon wieder. Ihr seid weit genug gegangen. Felix ist ein Dummkopf, wenn er glaubt, dass ein von ihm beauftragter Taugenichts mich erledigen könnte. Ah, haben wir wieder so hübsche kleine Dinge. Ah, geschickt und von Ja, was haben wir denn da? Würde ich sagen, dann schieß auf ihn. Du willst ja warten, bis nicht auf dich. Nicht nur. Nö, nö. Aschenbrot kommt auch. Und du wartest, bis alle zusammenkommen. Ja. Das ist spannender. Silbererz, haha. Silbererz, jawohl. Ich würde an der Stelle mal speichern, bevor du hier stirbst. Ja. Kannst du nicht auf den schießen, auf diesen Aschentypen? Ja, ich will doch den Einhandwaffen trainieren. Keine Ahnung, was noch alles kommt. Aber der Aschewächter. Und du darfst nicht vergessen, du bist ja mittendrin dichter in diesem Ding hier bei den ganzen. Bei den. Na gut. Ja, du wolltest immer schon mal gern von drei Steinen angespuckt werden, ja, oder? Oder sind das gar keine? Oh, mach du. Doch, natürlich. Wir nennen Wo dich Kamikaze-Pieper. Vielleicht gar nicht. Da. Das Wo ist er denn? Da oben. Da oben. Ja. Ist aber nett von ihm, dass er runterkommt. Ja, ich finde nämlich den Weg nicht. Aber er scheint ihn auch nicht zu finden. Umso besser. Da läuft er hinten rum. Jetzt habe ich ihn. Sieht aber nicht gerade hübsch aus, Kleiner. Nö. Silbererz. Jo. Das haben die gehört, dass sie sagen, wir brauchen Silber. Hätte ich vielleicht nicht sagen. Wie sah mir hier erst eigentlich aus wie, als ob da wieder so komische, Ach, komische Steine drin wären. Weißt du, wir finden in so eine Falle, so eine Seelenfalle. Ja. Aber ist es ja wohl nicht. Da waren die Dann beiden. Ist ja okay. Gut. Kannst du mal wieder speichern? Jo. Ja, weiß, nein, nur ein Aussichtspunkt. Ich glaube, Ildaris ist auch nicht gerade so ein einfacher Gegner. Nee, ich glaube, die ist nicht so einfach. Was liegt denn da hinten rum? Da habe ich mich auch gerade gefragt. Nix. Aber ist ja irgendwie nur ein alter Topf.
Und? Fässer. Ja, die sind ja uninteressant. Mit Äpfel. Gut. Okay. Können wir weitergehen? Fell. Eigentlich sieht es immer aus wie Fell und Geweih, aber das Geweih kriegen wir ja dummerweise nicht. Nee. Brauchen wir immer noch welche. Ja. Was denn? Wolfspelz. Geht's da hinten weiter, habe ich mich gerade gefragt. Ja, da geht's weiter, da oben. Na du, also, das kannst du, glaube ich, vergessen. Ich glaube, hier ist nochmal ein Tagebuch, oder? Was ist das? Nee, Azidals Abstieg. Abstieg. Braucht man nicht. Ich habe glatt Aufstieg gegeben. Aber es war wohl eher ein Abstieg. Haben wir Ihre Vorratskammer entdeckt? Wer weiß. Nochmal. Oh, ja. Was sind das für Dinger für Töpfchen? Neben dem Apfel. Da liegt doch ein Rubin neben dem Apfel. Ja, mit dem Apfel, dann kriege ich vielleicht auch den Rubin. Ja. Und in den Töpfen ist Feuersalz, ja. Ah, ja. Sah schon so aus. Danke. Sofort speichern. Und ewige Ausdauer, Magika. Ewige Heilung. Oh ja, nehmen wir mit. Da haben wir sowieso nicht. Und da unten. Glühstau. Was ist denn? Ist es nur ein Becher, das eine, oder ist da irgendwas drin? Nee, da ist nichts. Nee, da ist nichts drin. Das Tasse ist nur eine Tasse. Sieht aus wie ein Glühwürmchen, oder was ist das? Ich muss gerade ein bisschen lachen. Unsere Glühwürmchen zu Hause in den Häusern, vor allem in Windstadt, die sind so groß, dass sie einen nicht durch die Tür lassen. Ja. Man kommt auch durch die Tür durch. Ja. Weiß ich, wie sie das hingekriegt haben, dass sie so riesig sind. Eine Bienenstockhülle, na ja. Der Alchemist freut sich. Ja. Irgendwas ausgelassen? Ich glaube nicht. Was ist denn da auf dem Sideboard? Knochenmehl, danke. Tagebuch Nummer 3. Eine Schatulle. Ein Rubin. Guck mal, das war das Tagebuch Nummer 3. Ihr Tagebuch Nummer 3. Leidet wirklich unter Verfolgungswahn, ne? Ja. Aber ja, hat ja nur mal Glück gehabt, dass wir gekommen sind, so ganz zufällig. Ja. Kleine. Ach, hat den Vogel. Aha. Also seine. Ja. Haushälterin. Ach, und wollte sagen, ich hätte einen Tee vergiftet und so. Ist ja richtig nett. Hat so eine arme, unschuldige Frau abgemurkst, um sich an Nila zu rechnen. Das ist ja vielleicht nicht schlimm. Ja. Ja, wir werden uns diesen Endkampf bis zum Schluss aufgeben müssen, weil wir die Zeit erreicht haben. Schon wieder? Ja. Na dann. Dann werden wir den Endkampf machen in der nächsten Folge und dann werden wir weitergehen und werden dann hier den Auftrag machen. Aus dem Skaldorf, von diesem netten Wissenschaftler. Genau, der wartet ja schon auf uns. Genau. Okay, also, bis dann, ja. Ciao. Bis dann. Tschüss.